Einen wunderschönen... Oh, eine Sprachnachricht von Mr. Moore. Ich guck gerade ein Video von der Enyado. Ja, Enyad! Wir spielen wieder Minecraft Survival Game. So wie es passiert, so wird's aufgenommen. Vielleicht auf einer Map, die ein bisschen größer ist. Wolle Wolle City. Joa, nee, nicht zwingend nochmal. Vielleicht machen wir SG6 oder so. Hätte ich Bock drauf. Ja, liebe Leute, ich wollte einfach mal sagen, wie unfassbar krass ihr einfach seid, den geilen Leute, ne? Ohne Spaß. Die Folge von gestern ist nicht mehr 24 Stunden online, schon über 1000 Daumen nach oben. Es ist unfassbar geil. Es macht mir momentan aktuell, vor allem auch mit dieser ganzen Resonanz und den ganzen Kommentaren, über 400 Kommentare auch einfach so ultra großen Spaß für euch, diese Videos zu produzieren. Deswegen gibt es ab jetzt momentan wirklich jeden Tag eine Folge SG, auch wenn es momentan eben nur eine Runde ist. Aber trotzdem war es ja gestern auch 12 Minuten, von daher vom Content her bleibt es ja für euch so mehr oder weniger derselbe. Wenn die Runde etwas länger gehen, natürlich auch nur. Aber es macht mir einfach so unglaublich großen Spaß, das für euch zu produzieren, wenn ich einfach merke so, ich meine, es ist nur eine Zahl für euch, für mich. Es ist quasi nur eine 1000, die da steht. Aber trotzdem, wenn ich merke, Interaktion ist da, Kommunikation ist da und vor allem auch Daumen sind da, dass ich weiß, es gefällt euch, dann macht mir das noch tausendmal so, für so viel Spaß, weil ich eben der YouTuber bin und ich natürlich für euch die Videos mache und nicht für mich mehr oder weniger. Und wenn der Resonanz eben da ist, ist es super, super geil. Hier, by the way, habe ich wieder ein paar Sachen verändert. Hier kann man schon mal sehen, das Feuer ist aus dem Cybel-PvP-Pack, kann ich schon mal so viel verraten, habe ich genommen. Plus habe ich eben meine Hotbar unten ein bisschen, gut, die unten ist noch nicht richtig gemacht, das werde ich nochmal alles dann fixen. Aber hier habe ich meine Hotbar ein bisschen arrangiert, ein bisschen neu gemacht. Und zwar, ja gut, die Herzen und die XP wird noch gemacht. Ich habe nur erstmal jetzt unten die Hotbar versucht zu verändern. Und zwar so ein bisschen 1, 2, 3 für Schwert, Angel und Bogen. Und die F-Taste eben für Dingensbummens. Und ja, für die F-Taste für die Secondary-Sachen. So ein bisschen in diesen Stars gemacht, damit es einfach so als wichtig quasi deklariert wird. Und der Rest ist dann einfach eben so ein bisschen, ja, normaler, grau hinterlegt für die, ja, nicht so wichtigen Sachen, mehr oder weniger. Aber würde mich mal ganz gerne interessieren, wie ihr das findet. Plus habe ich eben nochmal das Feuer verändert, habt ihr eben schon gesehen. Und wie ihr auch jetzt sehen werdet, habe ich auch noch ein paar andere coole Sachen gemacht. Und zwar das hier. Ab jetzt bekommt ihr aktuell in diesen Folgen, wenn sie halt noch so ein bisschen kürzer sind momentan und nicht so viel und nicht so viele Runden sind, ein bisschen, ja, bearbeitetes Material dahin. Wobei es natürlich nicht zwingend bearbeitet ist, aber ist eben so ein bisschen editiert. Also ihr müsst immer daran denken, das Format ungeschnitten bleibt natürlich ungeschnitten, weil ich, also ungeschnitten heißt natürlich Folgendes. Ich nehme die Runden ungeschnitten auf. Das heißt, ich fange nicht immer von vorne an, wenn die Folge irgendwie crap geworden ist oder so. Sondern ich nehme die Folgen schon so, wie sie passieren. Und das ist eben für mich der Sinn ungeschnitten. Weil ich mache ja nach jedem Intro, mache ich ja auch immer einen Cut. Das heißt, es wäre super lange schon kein ungeschnitten mehr gewesen, wenn ich mache ja immer Cuts da hinten quasi nach der Anmoderation. Dementsprechend will ich momentan ein bisschen was Neues fahren, und zwar einerseits eben ein paar Kill-Effekte draufpacken und eben auch eure Kommentare einblenden. Deswegen würde ich mich super, super freuen, wenn ihr einfach mal ein paar Fragen in die Kommentare stellt, die ihr beantwortet haben möchtet. Dann kann ich die mir quasi abfotografieren und dann in den nächsten Folgen mit einblenden, genauso wie ich immer diese Likes momentan mit einblende. Würde mich freuen, na gut, nochmal dieselbe Dingens anziehen, warum nicht? Wir haben zum ersten Mal gute Rüstung, nachdem wir hier nach oben gehen. Das haben wir nicht häufig und da ist noch ein Typ, den können wir uns mal eben holen, aber nur, wenn wir nicht fast so viel Fallschaden bekommen, was wir auch hier nicht tun gerade. Er geht aber auch nach oben hier, er geht auch nach oben. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn irgendwie bekommen können vielleicht. Wo ist er hin? Kurz am Kopf kratzen, sich ganz, ganz eben kurz. Okay, perfekt. Er schaut mich gerade nicht an, doch er sieht mich, er sieht mich. Aber das ist, glaube ich, kein Schwert, kann das sein? Und wir müssten eigentlich irgendwie besiegen können gleich hoffentlich. Weil so lange kann er nicht weglaufen. Aber die Angst ist natürlich auch schon jetzt richtig crappy geworden von ihm. Aber gut, wir haben auch, by the way, einen neuen Bogen eingefügt, weil da war irgendwie, der Bogen kam bei euch noch nicht ganz so gut an irgendwie. Jetzt das Schwert ist quasi so und der Bogen ist so. Das passt vom Pixeligen her, glaube ich, perfekt zusammen, oder? Ich glaube, es passt mittlerweile ganz gut. Da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Es ist, glaube ich, auch von einem PvP-Texture-Pack, dass der Bogen, habe ich mich ein bisschen umgeguckt und so. Wo gibt es eben einen Bogen, der zu diesem Stil passt? Zudem wird, ja, also es gibt Meinungsverschiedenheiten bei den Schwertern. Einige mögen es, einige nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, eher so 50-50 aktuell. Und hier die Items will ich auch momentan ein bisschen verändern, dass wir halt mal auf ganz neue Items umspringen. Aber da werde ich mir ein paar Sachen aussuchen, irgendwie umgucken,
bis ich da was Perfektes finde. Also sehr gerne mal Resonanz geben zu den ganzen Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind. Plus eben ein paar Fragen in die Kommentare stellen, da würde ich mich mega drüber freuen. Und natürlich, ja, wie immer, wenn ihr eben Bock habt, diese Folge zu bewerten, macht es sehr gerne. Ich versuche mir eben ultra viel Mühe zu geben bei den Videos. Und warum ist das schon hier angedingenst? Warum? Ich weiß es nicht so recht. Wenn ich eben sehe, so euch macht es Spaß und ihr lasst eben ein Like da, dann macht es mir nochmal dreifach so viel Spaß. Ich glaube, das merkt ihr aktuell auch einfach sehr krass, dass mir es einfach so richtig krass viel Spaß macht einfach. Wir können nochmal hinten hinlaufen zu dem Dingens, zu dem kleinen, ja, mehr oder weniger Secret, denn da könnte vielleicht noch irgendwo ein Eisen sein oder so. Und da ist eben auch eine Werkbank und ein Stick bräuchten wir auch noch, ein Sticky Stick. Das ist aber auch noch ein Typ, der ist, hat auch nicht allzu viele Quip, der blockiert jetzt auch gerade ein bisschen, dann machen wir mal eben Blocky zurück und so. Da hatten wir aber auch nicht, ja, nicht geileren Stuff, den wir vielleicht nutzen können. By the way, wenn ich esse, mache ich immer linke und rechte Maustaste zusammen. Das ist einfach so eine Angewohnheit von mir. Also das heißt, ich blockhitte quasi. Aber es ist eben so eine Angewohnheit. Das ist nicht irgendwie ein Hack oder so. Einfach nur angewohnt. So, wir haben hier nicht mehr so viel geilen... Okay, wir haben hier ein Ding drin. Das ist ganz, ganz gut. Den können wir eben benutzen. Hier haben wir noch das hier. Dann gehen wir auf den nächsten Typen drauf. Nur mit einem Holzschwert, aber Rüstung ist soweit ganz geil. Zudem haben wir eben eine Angel und könnten versuchen, die Typen auch wegzuhalten. Den müssten wir auch so besiegen können. Das machen wir auch, weil er eben kein Harnisch hatte. Da können wir nochmal die bessere Hose anziehen, die wir aber gerade noch nicht im Inventar haben. Da haben wir Sticks, da haben wir auch zwei Eisen. Und da ist Le Hose und Le Schuhe noch nicht, aber jetzt können wir nochmal hinten hingehen. Da haben wir auch schon ein Eisenschwert. Das ist doch richtig cool so. Das ist doch cool. Da ist das gewesen. Aber es kommt noch gerade keiner. Man kann aber den Hebel, glaube ich, nicht aktivieren. Geht auf dem Gomme, glaube ich, nicht, denn auf dem Hive ist es ja so, wenn du den Hebel aktivierst, dann geht da nämlich Lava auf. Aber ist hier auf dem Gomme nicht so, das heißt, klappt nicht so richtig. Gut, ist ja auch egal, ja, ist... Aber nur, ne, damit ihr wisst, ihr müsst ja nicht zwingend drauf aufpassen. Nur vielleicht, dass ihr nicht ergittet werdet, sonst seid ihr quasi tot, weil ihr in der Ecke seid und so. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen heute. Ich fand die Resonanz in der letzten Folge auch richtig krass irgendwie im Sinne von vom Thema so, ja, mit den Hatern und so. Da haben auch viele Leute irgendwie was falsch verstanden. Also es geht mir nicht darum, wenn jemand jetzt schreibt, er findet einen Verein scheiße, dann kann er super, super gerne schreiben. Und wenn jemand schreibt so, er findet die Musik zu laut oder er findet das und das doof, dann auch sehr gerne. Es geht mir eben nur um Beleidigung. Es ging mir eben um Sachen, wenn jemand schreibt, ey, du bist eine Missgeburt oder eben, keine Ahnung, dieses ist ein Hurenverein oder so, dann werde ich die Sachen eben bannen, weil man kann sich halt vernünftig ausdrücken und eben auch konstruktive Kritik schreiben. Wenn ich jetzt irgendwie schreibe, wenn jemand jetzt irgendwie was macht oder so und der schreibt auch nur, ey, das ist mega scheiße, du Lappen, die Folgen sind scheiße, du beschäftigst den PvP, du Lappen, dann ist es für mich keine konstruktive Kritik. Wenn er schreibt, ja, ich finde Schmocki besser und du machst halt ein paar Fehler, dann ist das konstruktiv. Aber wenn er schreibt, du bist scheiße, du Lappen, dann ist das für mich keine konstruktive Kritik und deswegen wird er eben gebannt. Nur eben dann nochmal ein bisschen was klarzustellen. Und ich versuche wirklich langsamer zu reden, habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich schaffe es nicht wirklich, weil ich bin einfach ein Typ, ich rede dauerhaft durch, aber ich hoffe, das ist in Ordnung gerade für euch. Aber in der letzten Folge kam es ja eigentlich okay bei euch an. Ich versuche immer so ein bisschen zu steigern. Vor allem habe ich eben kein Defizit. Das Defizit, das lautet eben folgendermaßen, und zwar, dass ich, ja, so ein bisschen stottere. Das fällt den einigen oder einigen vielleicht auf, so, ich bin so ein bisschen... Ich stottere so ein bisschen bei verschiedenen Wörtern, die kann ich nicht ganz so gut aussprechen. Da habe ich so ein paar, keine Ahnung, ein paar, ja, Fehler einfach in meiner Linguistik. Linguistik ist richtig, oder nicht? Sagt man das so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ist es nicht oft so, dass ich zu schnell rede, sondern einfach, dass ich mich verhaspel, wenn ich rede. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wir können hier durchlaufen, sind fast wieder full equipped. Da ist der UK, der vielleicht gerade noch nicht uns mitbekommt, tut er auch nicht. Don't turn around, dankeschön, das ist sehr gut. Und er weiß gar nicht, wohin mit sich und ist einfach tot. Ja, gut. Wir haben richtig, richtig viele Kills heute gemacht, ne? 6 Kills schon an der Zahl, passt ja zu unserem neuen Kill-Effekt-Ding. Sind wir schon mal gut eingeweiht damit. So. Und auch diese Musik. Die Alten von meinem Kanal werden diese Musik noch kennen, das war immer damals mein Outro. Ich vermisse mein Outro irgendwie. Vielleicht mache ich mir wieder ein Outro oder so hinten dran. Das werde ich bei den nächsten Folgen mal versuchen, irgendwie ein Outro zu machen. Und dann mal gucken, ob wir das hinbekommen. Denn ich möchte ja meine Qualität immer weiter steigern und immer weiter gucken, dass man so ein bisschen was Cooleres macht. Okay, der Typ ist wahrscheinlich... Na, wo ist denn der? Der kann dahinter rumgammeln, hinter dem Dingens. Wahrscheinlich ist es auch so. Ich glaube nicht, dass er hier noch irgendwie hier drin ist oder so. Da müsste noch einer sterben, da sind wir im Deathmatch. Na, wo bist denn du, lieber Kollege? Der ist wirklich dahinter irgendwo. Der ist am Strand vielleicht sogar auch. Aber wir haben schon Deathmatch. XI Basti ist gestorben. Gut.
Dann hoffen wir mal, dass wir diese Runde irgendwie versuchen jetzt zu gewinnen. Nicht so wie letzte Runde, da haben wir ein bisschen crappy gebaut. Die Angel ist eigentlich von mir auch wieder umgeändert, aber irgendwie habe ich das nicht übernommen. Und hier kann man nochmal schön sehen, das Feuer von dem Cybel PvP Pack. Finde ich ganz cool, diese Farbenveränderungen. Finde ich doch richtig cool irgendwie. Ich habe auch neue Rüstung zugeschickt bekommen von einem Kollegen. Da werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie vielleicht mal so versuche einzubringen. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht aber auch ganz geil irgendwie. Mal gucken, ob wir das machen werden oder nicht. Werden wir eben mal Inventar ein bisschen aufräumen, denn ich möchte nicht zwingend jetzt im Deathmatch mit dem vollen Equip hier reingehen, denn dann hast du eben das Problem, dass vielleicht irgendwer seine Sachen droppt und ich den nicht aufnehmen kann. Deswegen immer Inventar leer halten, gerade vor dem Deathmatch. So, dann machen wir nochmal eben vielleicht so. Dann machen wir das nochmal so. Good luck, ja, schauen wir mal auch GL hin. Und dann gehen wir ins Deathmatch rein, liebe Leute. Mal gucken, wie es werden wird. Ich mache nochmal eben kurz ein Essi-Essi. Können wir nicht mehr machen, Essi-Essi. Es leben nur noch 3 Leute. Dann mal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen uns so uns ein bisschen vom Leib halten. Will er irgendwie was craften? Nee, ne? Er will nichts craften. Natürlich immer mal gucken, dass wir die Leute so weit... Irgendwann mal, dass es abgestaubt wird, ne? Ich sag mal, kein Ab... Oh, er kommt zu mir an. Ich wollte eigentlich nur was schreiben gerade. Kann ich schreiben? Oder seid ihr Team? Irgendwie gerade ziemlich schwierig, diese Runde. Ich rush mal mittendurch, einfach mal so. Aber irgendwie konzentriert sich beide auf mich gerade. Irgendwie gehen beide auf mich gerade, habe ich das Gefühl. Was ist da los bei euch, liebe Leute? Warum geht ihr nur auf mich gerade hier? Kämpfen die auch oder nicht so? Irgendwie nicht so, ne? Dass die irgendwie kämpfen. Einmal Hit. Zweimal Hit. Dreimal Hit. Oh, da brenne ich. Und er müsste eigentlich gleich auch hoffentlich down sein. Oh, what the fuck. Irgendwie gehen beide auf mich, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem können wir den versuchen zu bekommen. Spam halt noch mehr. Junger Mann, ey. Ja, gut. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, beide sind irgendwie auf mich gegangen und dann Spam Reader auch nochmal hier ordentlich seine 30.000 FNS und so. War ein schwieriges Level, hätten wir aber eigentlich gewinnen können, aber irgendwie haben sich beide so ein bisschen auf mich gefokust. Naja, wieder nicht gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein, lieber, machen Sie es gut. Tschüssi.